Stefanie lacht schon. Ich glaube, ungefähr vor einem halben Jahr hast du mir dein Buch geschickt und immer gesagt, und hast du es schon gelesen? Und ich so, noch nicht. Und jetzt packe ich es gerade kurz vorm Interview aus, weil ich es natürlich auf der Fähre hierher nochmal schnell durchgelesen habe. Und ich finde es echt gut, ich hätte es mal früher machen sollen. Sie sind im Gut reden kann jeder Podcast. Ich bin Isabel Garcia und vor mir sitzt Stefanie Weber. Hallo Isabel. Hi. Und du machst hier gerade Urlaub auf Amrum. Wo kommst du eigentlich her? Also eigentlich komme ich in der Nähe von Frankfurt, nördlich von Frankfurt wohnen wir. Das hört man wahrscheinlich auch in meinem etwas oberhessischen Dialekt. Im schönen Vogelsberg, ganz ländlich, in einer alten, umgebauten Mühle mit meinem Mann, meinem Hund und ab und zu ist unsere Tochter auch nochmal da. Wie ab und an? Ja, weil sie in Marburg eine Ausbildung macht zur Logopädin und dann einfach am Wochenende nur da ist. Oder eben wenn sie mal ein Praktikum macht, wie jetzt in der Nähe und dann ist sie eben mal wieder zu Hause. Oh, Logopädin geht es ja komplett so, also nicht komplett, aber so Art in meine Richtung, ne? Was ich ja auch mache, so Stimmarbeit, Gegenstottern, was weiß ich, all diese Sachen. Ja. Sprachblockaden und. Das ist spannend. Genau. Toll. Wie lange dauert die aus? Ich glaube, 3 Jahre. Drei Jahre, genau. Ja. Ich habe mich damals auch schon mal überlegt, ob ich die Ausbildung noch zusätzlich mache, weil wenn ich nämlich ausgebildete Logopädin gewesen wäre, hätte man bei mir auch über Krankenkasse ja dann bezahlt werden können und es machen können. Aber da habe ich gedacht, oh, machen wir 3 Jahre Vollzeit in Ausbildung. Oh nö. Das waren mir dann so viel, da habe ich das nicht gemacht. Aber ich finde es sehr, sehr spannend. So, wir sitzen hier, weil ich es sehr, sehr spannend finde. Oder anders ausgeholt, wir haben über dieses Buch gesprochen, was ich ja nun endlich auf der Fähre von Dagebühl nach Amrum gelesen habe. Und wir haben uns schon häufig über die Inhalte unterhalten. Also ich weiß ja schon, was in dem Buch vorkommt, auch wenn ich es mir nicht durchgelesen habe. Und am Anfang, als du mir davon so erzählt hast und gesagt hast, so, ich promote das jetzt, damit es noch mehr Leute kaufen, habe ich gedacht, das ist ja eigentlich das perfekte Buch und eigentlich auch für die Corona-Pandemie-Zeit. Genau. Ich meine, noch herausfordernder, gut, es gibt noch viel herausfordernde Zeiten, aber es ist schon für viele eine sehr herausfordernde Zeit. Und du arbeitest mit Menschen, damit sie mit schwierigen Situationen besser umgehen können, damit sie resilienter sind. Oder wie würdest du es beschreiben? Ja, damit man auch einfach die Lebensfreude nicht verliert. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man vor einer Herausforderung steht und sagt, okay, oh, ich habe jetzt so eine Situation oder einen Lebensumstand, der ist nicht so schön und ich weiß gar nicht, darf ich jetzt überhaupt noch lachen? Darf ich noch glücklich sein? Darf ich noch Lebensfreude empfinden? Und da muss ich sagen, klar, es ist, das Leben ist nicht nur eine tolle Blase von lauter Lebensfreude, sondern es ist mal so, es ist ein Auf und Ab und es ist ganz wichtig, in einem Ab auch wieder das aufzuschaffen und sich die Lebensfreude auch wieder ins Leben zu holen. Und das finde ich ganz wichtig und das möchte ich ganz vielen mitgeben. Und ich finde, es ist immer so leicht gesagt. Es gibt so viele tolle Sprüche, wo ich auch denke, ja, ja, ja. Und manchmal scheitere ich dann auch, also ich persönlich auch, an diesem ersten Schritt. Ja, ich glaube, so dieser erste Schritt ist es einfach zu erkennen, dass man sagt, okay, mir geht es vielleicht im Moment gar nicht so gut und sich zu überlegen, was könnte ich denn machen? Ja? Oder was wäre denn so eine kleine Sache, die ich heute machen kann, damit es mir heute einfach ein bisschen besser geht. Und wenn man denkt, okay, ich kriege das so gar nicht hin, dann ist ja auch die Möglichkeit da, sich einfach Hilfe zu holen und zu schauen, hier, wo habe ich vielleicht ein Vorbild, der sowas schon mal durchlebt hat, der mir da helfen kann oder einen Coach oder einen Berater oder auch irgendeinen Trainer einfach zu holen und sagen, okay, wie finde ich jemanden, der zu mir passt, der mich hier unterstützt und mich beim Erreichen meiner Ziele auch mitnimmt und abholt und vielleicht auch ein bisschen anspornt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, motiviert. Ja, also die Erstmotivation muss natürlich irgendwie aus mir selbst so kommen, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt was ändern. Da aber dran zu bleiben, ich glaube, das ist so die Kunst, dass man sagt, viele sagen, oh, ich ändere jetzt alles, ändere hier, mach mein Leben, krempel ich völlig um. Aber das ist ja sehr viel schwieriger umzusetzen, als wenn man sagt, ich mache kleine Schritte auf meiner Erfolgstreppe. Ja, ich gehe den ersten kleinen Schritt und überlege mir, was könnte es denn sein? Aber ist bei so einem kleinen Schritt nicht der Rückschritt viel leichter? Also ich merke, wenn ich manchmal sage, ach komm Isabel, jetzt ändere einfach ein bisschen was in deiner Ernährung. Oder komm, geh einfach jeden Tag deine 10.000 Schritte. Und wenn ich nur so einen kleinen Schritt mache,
und immer noch gefühlt ganz weit weg bin von meinem eigentlichen Ziel, vielleicht irgendwie abnehmen oder fitter werden oder glücklicher sein, was auch immer, dann bin ich auch eher dazu bereit und denke, naja, ist ja eh bloß eine Kleinigkeit. Dann kann ich die ja auch heute mal sein lassen und gehe eben keine 10.000 Schritte. Es bringt ja sowieso jetzt nicht wirklich was, solange ich nicht die 100% habe und gleichzeitig zu den 10.000 Schritten noch komplett meine Ernährung umgestellt habe und faste und meditiere und Yoga mache und mein Dankbarkeits- und dann besteht vielleicht eine Chance, dass es klappt. Also tatsächlich habe ich solche Gedanken. Wie gehst du damit um, wenn jemand, also genauso wie ich, praktisch auf dich zukommt? Ja, also ich bin eher der Meinung, dass es ganz wichtig ist, kleine Erfolge zu feiern. Und wenn du mit einer kleinen Sache anfängst, ja, und sagst zum Beispiel, okay, Dankbarkeitstagebuch, das ist so die mini kleinste Übung, die ich so kenne, ja, oder die habe ich auch im Buch geschrieben, was übrigens heißt, wie du stark bleibst, das Umsetzungsbuch für mehr Lebensfreude und innere Stärke. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ist aber auch richtig schön, dass du dich noch rübergebeugt hast, um zu gucken, wie der Titel heißt. Warte mal, wie hieß mein Buch nochmal? Guck mal, ich halte es dir nochmal hin, da kannst du es noch leicht ablesen. Also wir waren beim Dankbarkeitstagebuch, um da mal zurückzukommen. Das ist so der kleinste Schritt. Und das erstmal durchzuhalten, sagen, okay, das liegt jeden Abend auf meinem Nachtschränkchen und das schreibe ich mal. Und ich vergesse es. Ja? Ich habe damit angefangen. Also ich habe damit immer mal wieder angefangen. Mhm. Es gab dann auch mal so einen Trend mit Morgenseiten, morgens ein paar Seiten runterschreiben und sei es nur, dass da drauf steht, ich habe gerade nichts, ich denke gerade nichts, es ist gerade alles doof. Mhm. Es gibt also auch wirklich sehr viele gespeicherte Morgenseiten mit, ich denke gerade nichts, es ist alles doof. Aber ich komme irgendwie über diese Phase nicht hinaus, dass ich so dieses merke, oh jetzt, oh, kommt der Flow. Und das Dankbarkeitstagebuch, ich habe von meiner ehemaligen Assistentin, habe ich ein wunderschönes kleines Büchlein geschenkt bekommen von Leuchtturm, von einer Marke, die ich sehr mag. Und ja, und dann, also ich werde übrigens nicht bezahlt von denen. Ich finde die einfach toll. Und es steht, liegt auf meinem Nachttisch und habe gedacht, Isabel, fang mit einer Kleinigkeit an, ja, schreib das ein. Und dann habe ich einmal mich abends hingesetzt und habe das dann im Bett liegend, ne, halb sitzend aufgeschrieben und dachte, ein tolles Ritual. Am übernächsten Tag wachte ich morgens auf. Ach so, habe ich jetzt gar nicht gemacht, aber heute Abend. Am übernächsten Morgen wachte ich auf und dachte so, oh, ich habe es gar nicht gemacht. Nee, aber vielleicht. Also, du sprichst schon so einen Punkt an, das dran denken, ja, das ist ganz wichtig. Bei mir liegt nicht so viel auf dem Nachttisch. Das heißt, wenn ich schlafen gehe und dann liegt es neben dem Wecker und wenn ich den Wecker stelle, dann sehe ich das Buch, dann mache ich das noch. Ja, und es muss natürlich aber auch was sein, wo du Lust dran hast, wo du Spaß dran hast, ja. Und wenn das Tagebuch dann eben nett ist, vielleicht ist es dann, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt ein bisschen mehr Sport machen. Man kann auch beim Zähneputzen schon Sport machen mit alle möglichen Gleichgewichtsübungen oder sowas. Und dann ist aber wichtig, dass du dran denkst. Und so diese gelben Klebezettel, das ist auch was, was du dir irgendwo hinkleben kannst, wenn du zum Beispiel das Dankbarkeitstagebuch gerne machen möchtest. Und dann könntest du dir auch einen Klebezettel ins Bad hängen beim Zähneputzen. Siehst du den Dankbarkeitstagebuch, okay, dann ist der nächste Schritt, ins Bett das zu machen. Also es gibt schon so verschiedene Dinge, die ich auch nutze oder Ideen, die ich nutze, damit ich das umsetze. Ja, also irgendwelche Erinnerungsdinger, damit ich auch sehe, okay, das wolltest du ja auch machen. Und wenn du das mal 4 bis 6 Wochen gemacht hast, finde ich, dann ist es sowas, was du dann schon ja, so automatisiert hast in irgendeiner Art und Weise. Und aber diesen Step natürlich zu machen, dafür muss es meiner Meinung nach was Kleines sein und auch zu sagen, das macht mir richtig Spaß, ich erinnere mich daran und dann funktioniert es vielleicht auch. Okay, tatsächlich macht es mir nicht wirklich Spaß. Ich mache es, weil ich denke, dass es was bringen könnte. Mhm. Und weil ich ja schon so häufig gehört habe, wie toll das ist, wie effektiv das ist, wie wir dadurch den Blickwinkel verändern. Vielleicht liegt es daran. Ich spiele jetzt mal so ein bisschen hier Teufelsadvokat, dass ich einfach sage, oder wie es mir manchmal geht, dass ich eben dann sage, ja, okay, ich habe ganz viele Erklärungen, anstatt an die Lösung ranzugehen. Also zum Beispiel gehe ich mir mal später ins Bett als mein Mann, dann schläft er schon, dann mache ich ja nicht das Licht wieder an. Mhm. Mein Wecker stelle ich im Handy, dass ich auf Flugmodus habe. Also stelle ich den Wecker nicht. Ich gehe schon mit gestelltem Wecker in das Schlafzimmer rein, Krieche im Dunkeln ins Bett und deswegen da noch Licht anmachen. Insofern ist es nach der Nachttisch vielleicht nicht gerade der beste Platz. Aber es macht mir auch nicht wirklich Spaß. Guter nächster Hinweis. Ich finde tatsächlich, aber selbst wenn ich es dann 10 Tage machen würde und denken würde, oh, jetzt fühle ich mich aber nicht wirklich besser, würde ich vielleicht wieder aufgeben. Mhm. Diese Kleinigkeiten, finde ich persönlich, sorgen eher manchmal dafür, dass ich denke, naja, es bringt ja nicht die Riesenveränderung. Logisch, geht ja auch gar nicht. Mhm. Ja, dann ist ja egal, ob ich es heute mal nicht mache.
Und dann am nächsten Tag, naja, es war ja auch nicht schlimm, dass ich es gestern nicht gemacht habe. Wie gehst du also mit jemandem um, der so eine Argumente hat und eher in dem Negativen verhaftet bleiben möchte, so wie ich das jetzt gerade vortrage, mhm, und bei dir ins Coaching kommt zum, ja, Beispiel? Also ich sag mal, da muss man auch einfach gucken, was ist denn, was möchte derjenige denn oder diejenige einfach verändern? Ja, dass man auch danach fragt, okay, was ist so dein großes Ziel vielleicht? Ja, also es ist ja nicht so, dass man nur was Kleines erreichen will, sondern man hat vielleicht ein großes Ziel, dass man sagt, okay, ich möchte eigentlich wieder richtig fröhlich sein oder ich möchte, dass ich wieder mehr Lebensfreude habe. Ja, und dann kann man auch fragen, ganz individuell, was heißt denn Lebensfreude für dich? Ja, was macht dir denn wirklich Spaß? Und in meinem Buch habe ich ja auch die Geschichte von dieser gelben Tüte und der schwarzen Tüte. Und in die gelbe Tüte kommt quasi alles rein, was Spaß macht, was Freude macht. Ja? Und was ist die gelbe Tüte? Erklär mal. Die gelbe Tüte ist quasi eine Tüte. Also es geht kurz um eine Geschichte zwischen einem älteren Herrn, der in einem Park sitzt und der traurig auf der Bank einfach herumsitzt. Und dann kommt ein kleines Mädchen an und sagt zu ihm, warum bist du denn so traurig? Und dann sagt er, okay, ach, das ganze Leben ist so traurig und ich habe überhaupt keinen Spaß mehr und ich habe keine Freunde mehr. Und dann sagt die Kleine, ja, wo ist denn deine gelbe Tüte? Und dann sagt er, welche gelbe Tüte? Ja, die gelbe Tüte mit den schönen Momenten in deinem Leben. Und dann sagt er, nö, ich habe keine gelbe Tüte, ich habe nur eine schwarze Tüte. Und in der schwarzen Tüte, da sind nur schlimme Erlebnisse, traurige Geschichten und so weiter. Und dann sagt das Mädchen, ach, ich mache es einfach so, ich werfe jeden Abend meine schwarze Tüte in den Mülleimer und ich sorge immer dafür, dass meine gelbe Tüte richtig schön voll ist. So, also wenn du dann dir überlegst, jetzt im Coaching zum Beispiel, dass man sagt, okay, was wäre denn in deiner gelben Tüte? Ja, das kann sein ein Spaziergang im Wald, das kann sein Kaffee trinken mit Freunden gehen oder das kann sein einfach mal in Ruhe eine halbe Stunde ein Buch lesen mit dem Tee zusammen. Einfach irgendwas, was mir richtig Spaß macht oder wo ich mal jemand einfach das Telefon aufmache und überlegt mir, Telefonbuch aufmache, mein persönliches, und sage, mit wem hast du lange telefoniert? Und es würde dir mal richtig gut tun, mit dem zu telefonieren. Und das sind so die kleinen Dinge, die man in die gelbe Tüte packen kann und sagt, okay, was ist denn da drin für dich, wo du sagst, das macht mir richtig Spaß. Und sowas kann man auch planen. Also ich merke ja auch selbst, manchmal ist der Alltag so stressig und du kommst gar nicht mehr dazu, mal irgendwie was für dich zu tun. Und da das A zu bemerken, dass man sagt, also die letzten zwei Tage waren ja echt so vollgepackt und jetzt wird es mal Zeit, was anderes zu machen. Und sich dann für den nächsten Tag einfach eine Stunde frei zu halten und zu sagen, in der Stunde von 1 bis 2, da machst du mal nur, was du Lust hast. Ja? Oder 6 Uhr Feierabend, essen gehen und dann noch mal schön mit irgendjemand reden. Oder mal jemand anrufen und sagen, hier, hast du nächste Woche Zeit, mal zusammen frühstücken zu gehen. Ja, finde ich auch ganz toll. Und einfach so den Fokus zu wenden, ja, wenn er sagt, oh, es ist alles nur blöd und alles nur doof, ganz platt ausgedrückt, dann da den Fokus zu wechseln und einfach mal zu gucken, auf welcher Autobahn bin ich denn hier unterwegs. Ja, immer nur auf dieser Negativstraße und ich möchte auch eigentlich vielleicht eher in die Lebensfreudeallee abbiegen. Und wie kriege ich das hin, ist eine ganz individuelle Sache. Jetzt war es bei mir dieses Dankbarkeitstagebuch, was mich aus vielen Situationen wieder mir rausgeholfen hat und wo ich wirklich den Fokus neu gesetzt habe. Und das ist es eigentlich auch, den Fokus. Aber erklär mal ganz kurz, was ein Dankbarkeitstagebuch ist. Ich glaube, das weiß auch nicht jeder, der vielleicht beim Podcast gerade zuhört. Ja, also das Dankbarkeitstagebuch, das kann man, da schreibt man jeden Tag 1 bis 3 Dinge rein, die den Tag verschönert haben oder wo man sagt, da bin ich dankbar dafür, das hat mir gut getan oder ich bin froh, dass ich das einfach so habe. Und fühlt sich auch so in die Situation einfach rein, dass da so ein schönes Gefühl dabei noch mit entsteht. Ja? Und ich habe damals, als mein Mann so krank war, mein Positiv-Tagebuch habe ich es damals genannt, geschrieben, wo ich alles reingeschrieben habe, was an diesem Tag wichtig war, für was ich dankbar war oder auch die ersten Schritte, die er nach seinem Schlaganfall dann wieder alleine machen konnte oder dass das wieder funktionierte. Und so hatte ich so einen Ablauf, wo ich gemerkt habe, Mensch, am Anfang war alles noch ganz schlimm und das wurde dann Stück für Stück besser und auf dieses Positive habe ich mich auch konzentriert und konnte dadurch dann wieder neue Wege finden, einfach mit der Situation zurechtzukommen und das Beste daraus zu machen. Also ich finde tatsächlich, es ist alles so wahr, was du sagst und ich sage genau dasselbe auch eben in den Trainings und wenn Leute eben nicht so gut drauf sind und trotzdem merke ich eben auch immer mal wieder, wenn es mir nicht gut geht und ich eine schwere Phase habe, dass ich dann bei einem schönen Café sitze und eben denke, super, gleich muss ich wieder. Oder,
oh Gott, und jetzt bin ich hier in der falschen Stadt oder ne, ich mag hier nicht sein oder und dass ich es total schwierig finde. Ich finde es erfordert, aber korrigiere ich mich da, so empfinde ich es, es erfordert viel Disziplin, um sich für das Glück und die Freude zu entscheiden. Das stimmt, ja. Und ich glaube auch Motivation ist da ganz wichtig, ja, dass man irgendwann auch merkt, okay, es geht mir eigentlich auch viel besser in diesen Momenten, wo ich eben mit Lebensfreude mich umgebe. Ja, wo ich sage, ich habe dieses Lebensfreudegefühl ganz einfach. Und wie du jetzt ansprichst, wo du, wenn du sagst, okay, da ist eine, ich bin in der Stadt und denke, oh, warum bin ich denn jetzt hier in dieser Stadt? Es ist doch irgendwie alles verkehrt. Aber auch genau diese Fragen, denke ich, führen dahin, dass man sagt, was kann ich denn konkret ändern? Ja, muss ich das wirklich hier in dieser Stadt sein? Oder habe ich vielleicht auch die Möglichkeit, das irgendwie anders zu machen, ja, in eine andere Stadt zu gehen? Oder ist es was, wo ich sage, okay, ich bin jetzt hier vielleicht jobbedingt in dieser, dieser Stadt und finde es eigentlich überhaupt nicht schön, aber welche positiven Seiten hat das? Ja, also vielleicht ist das der Job, den ich dann doch gern mache, die Stadt nicht mag. Oder dieser Job sichert mir aber, dass ich die Wohnung zahlen kann und jeden Tag was zu essen habe, ja. Und dass man dann so die positiven Seiten an dieser negativen Geschichte findet und dann vielleicht vom Muss zum Will kommt. Also ich muss hier in dieser komischen Stadt sein, sondern ich will hier sein, weil ich im Moment meinen Job hier habe und weil der mir meine Wohnung bezahlt und das Essen bezahlt. Und ich kann aber parallel mit einem Auge ja mal woanders hingucken. Was wäre denn sonst noch möglich? Und damit einfach einen Plan entwickeln. Was kann ich denn tun, einfach um aus dieser Situation, die mich im Moment nicht zufrieden macht, da einen anderen Fokus zu bekommen, was ist das Positive an der Situation und auch zu überlegen, hey, was kann ich denn langfristig ändern? Kann ich mal schauen, ob es irgendwo einen anderen Job gibt? Ja? Oder kann ich mal gucken, in welcher Stadt ich gerne leben möchte? Und welche Möglichkeiten habe ich, dass ich nicht so dieses Muss immer im Rücken habe, sondern auch, okay, es gibt schon Gründe, warum ich das im Moment mache. Ja, auch wenn es mich nicht vollkommen zufrieden stellt. Aber ich kann ja auch schauen, hier, wo könnte denn dann die Reise hingehen? Mhm. Was war mal so deine schwierigste Kundin oder dein schwierigster Kunde, wo du gedacht hast, so, hu, das schaffe ich es aber nicht? Das ist, glaube ich, wenn jemand ganz viele Glaubenssätze hat. Und am schwierigsten ist es, glaube ich, auch, wenn jemand so ganz negativ eingestellt ist und denkt dann eher, er hat es ja sowieso nicht in der Hand. Und da erstmal so eine Basis zu schaffen, um einfach zu schauen, okay, so den Fokus zu ändern, ja, und ich habe ja immer dieses Nipselt, nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken, einfach zu gucken, so weg vom Problem, wenn man das nur fokussiert, dann sehe ich auch immer nur dieses blöde Problem. Und mal zu gucken, was könnte denn helfen oder welche Tools oder welche Situationen hatte ich früher mal, wo es mir so ähnlich ging und wie habe ich es damals geschafft, da rauszukommen. Ja, auch da zu gucken, immer so in die Eigenkompetenz zu gehen, dass man sagt, okay, ich bin ja nicht jemand, der was vorgibt und sagt, hey, das ist der eine Weg und der funktioniert garantiert. Ja, sondern das ist ja wirklich immer individuell und dass man zusammen einfach eine Möglichkeit findet und Ideen erstmal sammelt und guckt, wo kann es denn dann hingehen. Hm. Was war denn für dich so der größte Aha-Moment, wo du so gemerkt hast, so diese Technik, die funktioniert, klar, nichts funktioniert immer, aber die funktioniert wirklich großartig. Gibt es da so etwas, wo du sagst, also damit komme ich immer weiter? Das ist auch ganz, also das kann man gar nicht sagen, weil die Leute einfach so unterschiedlich sind, ja. Und wenn du jemanden siehst, der halt wirklich so ganz, ganz negativ drauf ist und ich finde, da hilft Humor auch oftmals sehr viel, ja. Und wenn du jemanden hast und der wirklich einfach so, du merkst, da ist so viel angestaut und das muss jetzt einfach mal raus. Und demjenigen mal zu sagen, okay, wir machen jetzt hier mal 5 oder 10 Minuten, je nachdem, wie ich so das Gefühl habe, was passen könnte. Und dann geben wir mal alles raus, was irgendwie Mist ist. Jetzt darfst du mal 10 Minuten alles erzählen, was überhaupt nicht läuft und was überhaupt so schlimm ist. Und dann machen wir Pause. Und dann versuchen wir mal, das Ganze irgendwie zu ordnen und mal zu gucken, einen anderen Blick zu bekommen und einfach mal raus aus dieser Negativkiste. Ja, ich sag manchmal, wenn ich mal so gut drauf bin, sage ich zu meinem Mann, okay, ich brauche jetzt mal 5 Minuten, bin ich jetzt mal zickig und dann geht's wieder.
Und dann geht es auch noch, weil man dann allein schon lacht über diese 5 Minuten. Ja? Und da ist es auch wirklich so, ich glaube, wenn man so über sich selbst lachen kann und dass man vielleicht von einem anderen Blickwinkel auch gespiegelt bekommt, ja, und dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier das und das und das und das von Ihnen gehört, ja, und das und das und das und das. Und man bekommt das mal so gespiegelt, was da eigentlich abläuft. Und da ist manchmal so der Aha-Moment, wo dann der Klient einfach denkt, ja, stimmt. Ich habe das noch gar nicht gesehen, ja. Und es ist auch, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, so negative Emotionen einfach mal rauszulassen. Die müssen mal raus. Und oftmals kann man die nicht irgendwo rauslassen. Und ich sage, okay, wir haben jetzt hier eine schwarze Tüte, so im übertragenen Sinne, ja. Jetzt alle sind die schwarze Tüte und dann wird es einfach weggeworfen. Ja, und so ist es auch mit dem alten Mann übrigens ausgegangen, um die Geschichte nochmal zu Ende zu erzählen. Der alte Mann nimmt dann seine Tüte, guckt dann neben sich, das Mädel ist weg und guckt dann neben sich und dann steht neben ihm plötzlich eine gelbe Tüte. Und dann schaut er rein und in dieser gelben Tüte ist dieser schöne Moment mit dem kleinen Mädchen drin. Und dann nimmt er die gelbe Tüte nimmt er mit und die schwarze Tüte auch. Und im nächsten Mülleimer entsorgt er diese schwarze Tüte. Ja, und da auch mal zu sagen, wenn es um so eine konkrete Situation geht, über die man sich tierisch ärgert oder die im Moment ganz problematisch ist, dann sagt man, okay, ich darf die auch irgendwann loslassen. Ja, ich darf die auch irgendwann loslassen. Ich muss die nicht jeden Tag in meinem Rucksack morgens einpacken und abends Mittagspause angucken und immer noch drüber reden und immer noch drüber reden. Das macht es nicht besser. Sondern ich darf das auch irgendwann loslassen. Meinst du, es hilft, wenn jemand so symbolisch richtig so eine gelbe Tüte hat? Also wenn ich mir das, weil ich kenne das auch mit Bohnen zum Beispiel, ne? Dass manche Leute sich morgens so 10 Bohnen, kennst du das auch? In die eine Manteltasche packen und dann eben immer, wenn eine schöne Situation war, eine Bohne dann eben, ich weiß gar nicht, von links nach rechts oder von rechts nach links, egal. Mhm. Wie rum ist es? Weiß ich auch nicht. Also ist egal, aber auf alle Fälle praktisch kann man sich ja einigen. Ne? Ich packe sie morgens vielleicht rechts rein und immer wenn was Besonderes ist, wandert die praktisch nach links rüber und abends dann eben diese 10 Bohnen aus der linken Tasche rausholen. Mhm. Hoffentlich sind es 10 geworden. Mhm. Wenn es nur 5 sind, ist auch in Ordnung. Und dann nochmal denken, ach, was waren das eigentlich für Momente? Das ist ja auch so eine Art Dankbarkeitstagebuch, aber ohne, dass ich es aufschreibe. Genau. Ne? Genau. Und ich weiß eben nicht, ob es nicht vielleicht auch hilft, wenn ich immer wieder diese Bohnen auch in der Tasche dann eben spüre, wenn ich meine Hand da reinmache und denke, ach ja, stimmt, was ist hier eigentlich Gutes? Worüber könnte ich, ne, was könnte ich... Was könnte eine Bohne wert sein, dass sie von rechts nach links in die Manteltasche wandert? Richtig. Meinst du, es würde helfen, so wirklich symbolisch auch so eine gelbe Tüte zu haben? Ich glaube schon. Ich muss ja nicht gelb sein, aber das kann ja auch irgendeine Dose oder sowas sein. Ja, und ich glaube, es ist einfacher, wenn wir so Hilfsmittel in Anführungszeichen haben, weil es dann einfach so ins Auge fällt und man denkt dann eher dran. Und ich bin auch jemand, der... Also ich habe vieles mit diesen Visualisierungshilfen auch gemacht, dass ich sage, okay, da ist was und dann denke ich dran. Und es gibt ja auch dieses eine Buch, wo man einen Gummiring oder ein Armband von rechts nach links, immer wenn man was Negatives denkt, von rechts nach links und umgekehrt wieder zurück macht. Und man versucht halt mal den ganzen Tag das Armband an einer Hand nur zu tragen. Ja? Und ich glaube, es ist wichtig, dass, also für mir hilft es zumindest oder auch vielen von meinen Klienten hilft es, einfach das zu visualisieren und so ein Hilfsmittel zu haben. Es ist wie ein Hilfsmittel, finde ich immer. Dass man einfach besser dran denkt und dann sagt, ah, stimmt, da ist ja die gelbe Tüte, was hatte ich denn da heute Schönes? Ja, oder abends, oh, ich habe ja noch die Bohnen alle in einer Tasche drin. Ja? Und das ist so die Chance, wenn man, das heißt ja, soll ja nicht gleich was Negatives heißen. Das heißt nur, dass man sagt, okay, am nächsten Tag muss ich mal gucken, dass die Bohnen mal auf die andere Seite bekommen. Ja? Dass ich mal wirklich was Schönes auch in den Tag bringe oder eine tolle Begegnung habe. Und da, glaube ich, ist es auch ganz oft so, wenn ich jetzt im Zug unterwegs bin und ich bin jemand, der auf dem Dorf aufgewachsen ist und das heißt, da grüßt man einfach alle Leute. Und ich finde, das macht man in der Stadt wahrscheinlich weniger, aber ich bin jemand, der ganz oft mit dem Lächeln durch die Gegend läuft und jeden grüßt, auch hier auf Amrum. Ja, also da sind so viele, die dann komisch gucken, die sind das nicht gewohnt, ja, aber viele, die auch das Moin einfach zurückerwidern, ja, und das ist so schön. Und manchmal kommt man da in ein Gespräch, in irgendwas rein, ja, und wo ich dann denke, ja, das ist so ein Bohnenmoment oder ein gelber Tütenmoment. Und das sind so Sachen, wo ich das auch meinem Mann nachher erzähle und sage, stell dir mal vor, was mir heute passiert ist, ja, einfach nur, weil ich lächelnd und grüßend durch die Gegend gelaufen bin. Und ich glaube, das ist auch eine Trainingssache. Und es hilft ungemein, wenn man irgendwie so ein Hilfsmittel hat, wo man sagt dann hier, da will ich doch eigentlich hin, da will ich mich erinnern. Also wenn Sie sich, der Podcast-Zuhörer, wenn Sie sich daran erinnern möchten,
Ich mache das ja auch ganz gerne, dass ich mir das dann hübsch aufmale. Also ich kann es nicht wirklich gut malen, aber so eine gelbe Tüte würde ich hinbekommen. Ja? Also mir hübsch aufmale, abfotografiere und dann als Hintergrundbild oder als Sperrbild auf mein Handy mache. Und wenn ich dann eben immer das Handy angucke, und ich gucke leider sehr häufig auf mein Handy, bin noch nicht so wirklich beim Digital Detox angekommen, aber ich habe es mir wieder vorgenommen. Gehört dann zu einer der vielen Sachen, weißt du, mit Yoga und alles, was ich dann so mache. Gleichzeitig natürlich alles beginnt. Aber das, wenn ich dann auf mein Handy gucke, sobald ich aufs Handy gucke, sehe ich diese gelbe Tüte. Das könnte auch ein Moment sein, oder? Stimmt, ja, ist eine tolle Idee. Klar. Finde ich auch, ja. Das war eine großartige Idee. Super. Was ich ganz häufig höre, wenn ich dann auch so, gerade auch so über Konferenz, also weiß nicht, wie es dir geht, im Moment habe ich tatsächlich ganz häufig, wenn ich Kommunikationstrainings gebe, dass ich vorher frage, so, na, worum geht's und was möchtet ihr gerne lernen, dass unfassbar häufig jetzt Konflikte kommen. Also wir haben Konfliktgespräche und wie gehe ich mit Konflikten besser um und wie kann ich jemanden davon überzeugen, dass er gerade Unrecht hat und so eine spannenden Sachen, die ich vor der Pandemie lange nicht so häufig erlebt habe. Da kam Konflikt dann natürlich auch mal dran. Natürlich haben wir vorher auch Konflikte gehabt, logisch. Es wird noch mal wieder, was vorher schon so ein bisschen am Schwelen war, kommt jetzt halt so mal richtig noch mal wieder an die Oberfläche. Und wenn ich dann eben mit so einen Tipps unter anderem eben auch komme, ne, mit den Bohnen jetzt nicht, aber mit meinen Kommunikationsticks, so wie kann ich, Ticks ist gut, Tricks, wie kann ich leichter damit umgehen, dass dann eben so eine Rückmeldung kommt, ja, aber ich muss mich doch damit auseinandersetzen. Rogers hier, ich kann ja nicht immer weglaufen. Also die Gefühle sind ja auch wichtig und das Negative ist ja zu Recht da. Und das muss ich ja irgendwie lösen, ne? So. Also es ist häufig auch dieses Gefühl von, jetzt habe ich so eine gelbe Tüte, so eine Bohnen, ich mache das mit Absicht mal so lächerlich, ja, und schreibe ein Dankbarkeitstagebuch, aber es geht ja nicht nur um die positiven Sachen, es geht ja um das Negative. Das muss ich ja irgendwie klären, das muss ich aufarbeiten, das muss ich lösen, da muss ich ja dran denken, das ist ja wichtig, ist ja noch da in meinem Leben. Was entgegnest du dann? Gut, die Frage ist immer, nochmal, was ich vorhin auch gesagt habe, mit dem muss ich das oder will ich das? Ja, also das ist, finde ich, oftmals auch so ein Eye-Opener, wo man überlegt, bei dem ganzen Negativen, was vielleicht damit dran ist, ja, da auch zu schauen, will ich das wirklich, also muss ich das wirklich oder habe ich vielleicht auch hier eine Wahl, anders drauf zu schauen oder aus der Situation rauszugehen und was zu ändern. Klar ist es nicht immer einfach, aber oftmals hilft es schon zu sagen, hier, ich schaue da mal drauf mit dem, was ist die positive Seite an der Geschichte und was kann ich da vielleicht auch dran ändern. Also ich finde auch, man kann in einer bestehenden Situation was ändern. A, seinen Blickpunkt und B, dann auch zu sagen, ja, vielleicht kann man es mit demjenigen, wo es gerade überhaupt nicht klappt, einfach mal, ist nicht immer ganz einfach, aber ein Gespräch führen, dass man sagt, hier, ich fühle das im Moment sowieso oder so und so und ich hätte gern XY lieber, ja. Und oftmals fehlt es ja an diesem klärenden Gespräch, dass man erst sich gar nicht traut, weil man vielleicht auch gar nicht weiß, was könnte ich denn ändern oder was wäre mein Vorschlag da zu ändern. Und da so in Richtung lösungsorientiert auch zu gehen und zu sagen, hier, vielleicht sollte man mit demjenigen auch einfach mal sprechen, weil der sich dessen vielleicht gar nicht bewusst ist, was da so abgeht in mir. Ich weiß nicht, ob ich den Spruch korrekt habe, aber eine liebe Freundin von mir, die nimmt auch gern so diesen Satz, brauchst du das noch oder kann das weg? Genau. Das finde ich auch genau. Total schön. So. Ja. So, brauchst du den Ärger noch oder darf das weg? Ja, genau. Brauchst du diesen negativen Gedanken noch oder darf der weg? Ja. Finde ich auch ein sehr schöner Satz. Ja. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach ja, genau, du hast vorhin auch so gesagt, so mit... ja, also mit diesem Loslassen, das hat ja auch viel damit zu tun mit Verzeihen und mit Vergeben. Und das ist, finde ich, ein Riesenthema. Jemandem verzeihen, jemandem vergeben. Das kriegen manche leichter hin, manche nicht ganz so gut hin. Was sind deine Techniken da, wie du anderen hilfst, dass sie es schaffen, jemandem zu vergeben? Oder erklär erstmal, warum es wichtig ist, das zu tun. Ja, also es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel ewig dieses Verzeihen nicht schaffe und ich bin... ja, stinke sauer oder was auch immer auf jemanden und trage das die ganze Zeit mit mir rum. Dann ist es wie so ein Stein im Rucksack, den ich täglich mitschleppe. Ja, und es ist die Frage, tut mir dieser Stein wirklich gut? Oder wäre es vielleicht leichter, wenn ich diese 5 Kilo nicht jeden Tag mit mir mitschleppen würde? Und da ist Vergebung schon so ein wichtiges Wort, dass man da auch einfach, ja, oder einfach, es ist nicht einfach, aber dass man da sagt, okay,
ich bin bereit, da was zu tun. Also erstmal so diese Bereitschaft zu haben, ja, und das zu erkennen, dass man auch sagt, okay, ich habe dieses Problem mit jemandem und möchte aber gerne das irgendwie loslassen, dass das weg ist, ja. Und das ist schon auch eine Sache, die nicht einfach so ein Fingerschnipp ist, wo man sagt, ja, zack, ist weg, ja, sondern das dauert auch teilweise etwas länger, dass man da ein bisschen dran arbeitet und sagt, okay, was kann ich tun und sich der Situation auch einfach bewusst werden, was mache ich da oder was kann ich ändern. Und das ist auch eine, ja, immer so eine individuelle Geschichte, weil man nicht weiß, okay, also man muss gucken, was hängt denn so auch dahinter, um dann zu schauen, wie löst man das Problem bei dieser Sache jetzt, ja. Ja, ist einfach eine Riesensache, weil ich sage mal ganz gern, Lästern ist die beste Möglichkeit, sich selbst zu demontieren. Mhm. Denn die Worte, die ich gerade denke über zum Beispiel eine blöde Kuh wirkt sich auf meinen Körper aus. Der, ja, blöden Kuh geht es währenddessen großartig. Die trinkt vielleicht irgendwo in der Sonne einen Kaffee, während ich im Regen sitze und an die blöde Kuh denke. Ja. Was ja blöd ist, das ist ja albern. Also wieso habe ich diesen 5-Kilo-Stein dann bei mir im Rucksack drin? Mhm. Und ich nochmal, ich finde es total sinnvoll und gleichzeitig gibt es ja manchmal auch so, also ich denke, jeder darf irgendwie gucken, was ist so meine Initialzündung, dass ich diesen ersten Schritt eben auch schaffe. Und ich finde, ja, zum Beispiel, da helfen bei mir teilweise Sätze sehr gut. Deswegen finde ich es auch, also so Sprichwörter, deswegen finde ich es so schön, dass du so viele tolle Aussagen hast, zum Beispiel vom Dalai Lama und. In deinem Buch. Also der eine Satz, den ich total schön fand, war: Der Schmerz fragt nach dem Warum, die Lust nicht. Das ist von dem Walter Kromm, der das Vorwort geschrieben hat. Genau. Finde ich so großartig, weil ich in dem Moment natürlich wirklich denke, wenn ich mich so frage, oh, warum muss ich das oder warum mache ich das? Und mir dann vergegenwärtige, ja, ich frage mich warum, weil es mir keinen Spaß macht. Und dann darf ich schon wieder in die Lösung gehen. Ja, auch diese W-Fragen finde ich so ganz wichtig. Ja? Man kann sich auch manchmal fragen, wie schaffe ich es, XY zu verzeihen? Und einfach diese Frage mal mitzunehmen. Ja? Dass man, also das habe ich bei mir auch gemerkt, oftmals fragt man so eine W, wie schaffe ich das Pünktchen, Pünktchen? Und das mal wirken lassen. Und plötzlich merke ich Wochen später, stimmt, du hast ja irgendwie schon diese Lösung gefunden. Ja? Also du bist irgendwie durch diese Frage auf einen Lösungsweg gekommen und ganz viele Fragen habe ich auch in diesem Buch. Ja? Was heißt das eigentlich oder was bedeutet es für mich und so weiter. Dass man durch diese Fragen nicht mal jetzt in der Minute direkt diese Antwort finden muss, sondern dass man sagt, okay, das ist auch so ein Prozess irgendwo. Ja? Durch eine Frage in einen Prozess reinzugehen und zu sagen, okay, wie kann ich denn demjenigen verzeihen oder was ist denn da vielleicht, was steckt denn da auch noch dahinter, dass ich da so enttäuscht bin, ja, auch das einfach, ja, warum bin ich so enttäuscht durch die Geschichte und da sich so diese Fragen zu stellen und dann gemeinsam auch zu einer Lösung zu kommen, ja. Also ich habe gerade überlegt, als ich auch diese schönen Sprüche bei dir im Buch auf der Fähre nach Amrum gelesen habe, habe ich gedacht, es wäre, upsa, Stift runtergeschmissen. Es wäre, du bist ja sowas von schnell. Es wäre schlau, wenn ich mir mal so eine schöne alte grüne Schiefertafel kaufen würde und die zum Beispiel in die Küche hänge und dann jeden Tag mal, es muss auch nicht jeden Tag sich wechseln, aber immer dann, ich das Gefühl habe, so dieser Spruch würde mir heute helfen, den einfach da aufschreiben, also in eine Ecke, kann auch im Flur sein, da, wo ich häufig dran vorbeigehe. Ich gedacht, das ist etwas, was mir wirklich helfen würde. Und mehr als eben dieses Dankbarkeitstagebuch, weil ich es, wie gesagt, dann eben tagsüber sehe und dann denke, heute Abend und dann wieder im Dunkeln ins Bett krieche und dann am nächsten Morgen denke, oh ja, guck mal. Dann wärst du eher so eine, die morgens vielleicht ihr Dankbarkeitstagebuch führt und das auf die Kaffeemaschine legt. Ja, das stimmt, das ist eine gute Idee. Sehr gut. Aber ich habe eben auch so gedacht, so diese Fragen, diese W-Fragen. Du hast wirklich sehr, sehr viele gute Fragen da so drin. Damit ich sie mitnehme, es ist ja gut, dass ich sie immer wieder sehe. Also auch das könnte ich natürlich aufschreiben, abfotografieren, aber gut, brauche jetzt nicht ständig irgendwie, manchmal will ich auch ein Foto als Hintergrundbild haben und nicht immer so einen Spruch.
Insofern irgendwo vielleicht hinschreiben, wo ich es häufiger sehe. Einfach auf einen Zettel bringt der irgendwie wenig. Ja. Und das finde ich, habe ich so für mich gedacht, das ist etwas Schönes. Oder ich könnte ja auch bei meinem Bildschirmschoner vielleicht einfach, dass ich eben immer wieder einen aktuellen Spruch eben dann nehme vielleicht, damit er wirkt. Dann ist es ja, wie ich dich verstanden habe, ja eben etwas, was eben unbewusst dann eben wirkt. Und dadurch finde ich unbewusst dann auch schon Lösungsansätze. Genau. Und kann dann irgendwann bewusst weiter darüber nachdenken. Richtig. Also ich bin auch ein Fan. Bei uns sind so verschiedene Bilderrahmen mit Postkarten. Und immer wenn ich irgendwo in einem Buchladen bin und die haben so tolle Postkarten mit irgendeinem tollen Spruch, dann nehme ich den mit. Und manchmal denke ich, ach, den Spruch, den kannst du da mal weitergeben. Und so habe ich eine ganze Postkartensammlung mit so Sprüchen. Und dann steht immer so ein Spruch mal eins, zwei Wochen im Flur oder auf der Fensterbank oder bei mir auf dem Schreibtisch. Und dann habe ich den so, ja, dann hat er sich etwas abgenutzt nach den 14 Tagen und dann kommt ein neuer dahin. Oder ich stelle auch die Bilderrahmen dann mal woanders hin mit den Sprüchen, dass ich einfach immer mal so einen neuen Eyecatcher habe, weil es ist einfach sonst so, ja, gewohnheitsmäßig steht es dann schon, dann fällt es nicht mehr ins Auge und dann versuche ich das immer woanders zu platzieren, einfach um diesen Spruch nochmal mitzubekommen. Und klar, ein Spruch verändert nicht dein Leben, aber er kann einfach dem Tag eine andere Richtung geben. Ich finde hier einen, das war, glaube ich, wirklich vom Dalai Lama, die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die beste Gelegenheit, um Stärke zu entwickeln. Genau. Finde ich so großartig. Die schwierigste Zeit in unserem Leben, wo ich ja sofort denke, so, okay, das ist die Zeit, um Schokolade zu essen, Fernsehen zu gucken, mich abzukapseln und mich in mein Schneckenhaus zurückzuziehen. Aber nein, ist die beste Gelegenheit, um Stärke zu entwickeln. Und da habe ich von manch anderen Coaches gehört, ja, eigentlich hätte in dieser Corona-Pandemie-Zeit hätte ich ausgebucht, also hat dieser andere Coach schon gesagt, ausgebucht sein müssen. Denn gerade jetzt brauchen ja so viele Leute Hilfe. Und gerade jetzt, in der schwierigen Zeit, ist die beste Zeit, sich weiterzuentwickeln. Aber jetzt haben natürlich viele gedacht, na ja, aber was ist denn, wenn das Geld knapp ist und ich weiß ja gar nicht, wo es hingeht und nee, ich mache lieber nicht im Moment und waren dann eher mit anderen Dingen beschäftigt. Im Prinzip wäre das eine der besten Gelegenheiten überhaupt gewesen, um sich weiterzuentwickeln. Richtig? Genau. Deshalb hätte ich ja auch ein Buch gehabt, weil ich gesagt habe, ich schreibe jetzt dieses Buch. Ich kann im Moment, am Anfang von Corona wusste man noch gar nicht, ja, was geht denn jetzt hier, wie passiert denn das? Kann ich Trainings machen? Also die Trainings, die sind dann teilweise zwar online zum Glück gelaufen, aber es war einfach so viel Unbekanntes und dann wusstest du nicht, was machst du denn jetzt eigentlich? Und dann dachte ich, wenn das ein oder andere Training ausfällt, dann hast du mehr Zeit und dann kannst du dieses Buch in Ruhe fertig schreiben und dann könntest du ja vielleicht eine Online-Lesung machen, wo die liebe Isabel mir geholfen hat, ja. Und also ich habe diese Zeit schon so genutzt, weil ich denke auch, wenn das, was du in dich selbst investierst, für deine Weiterbildung, für deine Entwicklung oder einfach auch, um irgendwelche Probleme loszubekommen, um mehr Lebensfreude zu haben, das zahlt sich aus. Und je früher du das machst, umso länger zahlt es sich ja auch in deinem Leben irgendwo aus. Wie ganzheitlich gehst du daran, wenn du in die Beratung gehst? Weil ich habe nämlich letztens überlegt, im Prinzip würde ich auch wahnsinnig gerne Ernährungsberatung machen. Also einfach, weil ich ja auch selber bei mir mitbekomme, wie Zucker, Industriezucker sich zum Beispiel negativ auswirkt. So, damit will ich nicht sagen, niemand darf jetzt mehr Zucker essen. Damit würde ich wahrscheinlich die Großteil meiner Hörer verlieren vom Podcast, um Gottes Willen. Und gleichzeitig darüber nachdenken, auch mal, in was für einer Stimmung war ich und was habe ich heute gegessen? Wie ging es mir heute und was habe ich heute gegessen? Weil es eben auch viel mit dem zu tun hat, was ich in mich reinpacke. Raubt es mir Energie, sorgt es für mehr Entzündungen und so weiter und so fort. Es hat einen massiven Einfluss auf uns und aufs Gehirn und auf alles. Und eben natürlich auch Bewegung und natürlich auch, und jetzt könnten wir ewig weitermachen, meditieren, bla 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 bla. Ja. Oder eben über so eine schöne Fragenstellung eben, die du auch reingibst und in deinem Buch auch hast. Da hast du ganz viele Arbeitsseiten eben auch drin, wo man auch selber dann reinschreiben kann oder der Leser reinschreiben kann. Machst du das auch? Also gehst du so ganzheitlich daran und guckst du auf alle möglichen Bereiche oder konzentrierst du dich hauptsächlich auf das Mentale? Gut, vorrangig ist es schon das Mentale irgendwo. Aber wie du sagst, es haben ja alle möglichen Bereiche damit was zu tun. Ja? Und ich habe ja zusätzlich noch diese Live-Kinetik-Gehirntraining, was ich anbiete. Was ist das? Live-Kinetik-Gehirntraining. Oh. Genau, nach Horst Lutz, der hat das quasi entwickelt. Und es ist ja so eine Art Gehirntraining,
damit wir einfach fitter sind, damit wir reaktionsschneller sind. Die fluide Intelligenz wird damit trainiert, das Arbeitsgedächtnis, alles Mögliche. Und da ist auch diese körperliche Komponente eben mit dabei, ja, Bewegung und so weiter. Und klar, den Menschen, den du jetzt im Coaching zum Beispiel vor dir hast, den siehst du und dann hast du ein Gespräch und dann hat man schon die eine oder andere Sache, die nicht nur das Mentaltraining betrifft, sondern auch in einen anderen Bereich mit reingeht. Ja? Und auch klar, da teilt man sein Wissen und seine Informationen oder schaut, okay, gibt es da vielleicht auch einen Fachmann, der bei diesem zweiten Problemfeld irgendwie mithelfen könnte oder da interessant wäre. Ja? Und ich glaube, es ist wichtig, auch das Ganze an sich zu sehen. Ja? Dass vielleicht die Geschichte, mit der man vorrangig kommt, vielleicht gar nicht die vorrangige Geschichte ist und dass sich dann das so im Laufe des Gesprächs auch einfach entwickelt und man dann schaut, okay, da ist ja noch eine ganz andere Baustelle, die wir vielleicht erstmal beackern müssen. Ja. Mhm. Ja. Einen Satz fand ich auch noch so schön. Außerhalb der Gedankenkreise spielt das Leben. Von wem ist der? Von mir. Den finde ich schön. Außerhalb der Gedankenkreise spielt das Leben. Wie bist du auf den gekommen? Das war so auch so, ich habe mich hingesetzt und habe überlegt, ja, so ein Grand, ich wollte im Gros eigentlich meine eigenen Sprüche da reinmachen. Ich fand aber zum einen von Walter Gromm das Vorwort sehr schön und zum anderen auch diesen Einspruch von dem Dalai Lama. Der ist dann einfach geblieben, weil ich den so prägnant fand. Und außerhalb der Gedankenkreise spielt das Leben. Da hat mich auch jemand dazu inspiriert, eine Kundin, die ich hatte. Und es ist oftmals so, dass wir in so einem Gedankenkarussell drin sind. Und dann dreht sich alles um dieses Thema. Ja? Und wir kommen ganz schwer, wir sitzen auf dieser Schaukel und es geht immer wieder rund und immer wieder rund. Und wenn wir es aber schaffen, das mal loszulassen und zu sagen, ey, es gibt auch noch andere Themen im Leben, es gibt noch mehr Lebensfreude-Themen im Leben oder es gibt noch mehr mich im Leben und wir schaffen es außerhalb raus aus diesen Gedankenkreisen zu kommen und dann beginnt erst das Leben, weil wir dann wirklich uns vielleicht auch mal um uns selber kümmern oder unsere Themen einfach ansprechen und in unseren Kreisen uns bewegen und nicht in den Gedankenkreisen, die sich nur um andere kreisen. Ich finde, es hat viel damit zu tun, dass ich mir Freude auch erlaube. Mhm. Ich merke manchmal, stellen wir uns mal vor, ich habe, keine Ahnung, eine Freundin, wir haben ein Problem miteinander, wir haben darüber gesprochen, wir merken, wir können es nicht lösen und dann denke ich so, okay, Isabel, konzentriere dich auf das Positive, dein Magen knurrt, du solltest gleich was essen, wir haben hier noch so vegane Vanillekekse. Okay, also ich habe das Problem mit der Freundin, ja, deren Magen knurrt, nein. Und ich gehe damit dann, irgendwann lerne ich damit gut umzugehen, zumindest nach außen hin und fokussiere mich auf das Positive und. Was ich dann aber auch manchmal merke, dass es mich dann ärgert, dass die andere Person denkt, ach na ja, jetzt kommt sie ja damit klar. Dann können wir ja auch einfach, weißt du, dann kann ich ja das einfach weitermachen. Ich muss ja nichts mehr ändern, denn die Isabel kommt da jetzt damit klar. Ja. Und nee, komme ich nicht. Ich finde es immer noch doof. Aber ich habe eben gelernt, damit zu leben und gelernt, mit trotzdem die Fröhlichkeit nicht zu nehmen. Mhm. Und dann merke ich aber, wenn ich manchmal so denke, okay, die Leute, wenn ich dann fröhlich bin, denken, dass da keine Traurigkeit drunter ist, dass da kein Problem, vielleicht irgendwie noch eine Baustelle darunter sein könnte. Mhm. Und dass ich dann manchmal denke, okay, na Gott, dann bleibe ich einfach in der schlechten Laune, damit ihr auch wirklich jeden Tag seht oder diese Freundin sieht, ich finde das hier nicht toll. Verstehst du? Ja, das ist, ja. Das hat was von Erlauben. Ich habe auch früher manchmal, wenn ich mit einem Lebenspartner mich gestritten habe, dann merkte ich, wenn wir uns wiedersehen, der hat mich gerade zum Lachen gebracht. Da dachte ich, nee, Lachen ist ja jetzt nicht angebracht, denn ich bin ja jetzt sauer. Ja. Und wenn ich jetzt lache, denkt, da ist alles vorbei. Aber das Problem ist ja noch nicht gelöst. Verstehst du? Ja, und da hake ich manchmal, wenn ich dann so denke, okay, ich weiß tatsächlich Techniken, wie ich mit etwas relativ gut umgehe. Wenn ich es aber mache, dann relativ schnell denkt mein Umfeld, ach, ist ja alles super. Ist ja alles toll. Aber deswegen bestehen die Probleme teilweise immer noch. Mhm. Nur ich gehe damit leichter um. Und insofern, ich möchte manchmal gar nicht, dass irgendwie alle Welt so weitermacht und denkt, naja, für die Isabel ist das ja kein Problem. Also die dürfen ja gern auch ihren Part dazu beitragen. Verstehst du, was ich meine? Also ja, insofern, es hat sehr viel mit sich diese Freude in dem Moment auch erlauben zu tun. Und manchmal erlaube ich es mir nicht, weil ich denke, oh nee, dann denkt die Person ja, das ist jetzt alles wieder gut. Ja, stimmt, ja.
ja, so Momente gibt es, wo die dann denken, ja, die ist ja immer gut drauf, egal wie blöd die Situation ist. Ja? Und ich glaube, aber auch da kann man ab und zu mal sagen, weißt du, grundsätzlich belastet mich das schon irgendwie. Aber es ist mir es nicht wert, da ständig ja, traurig drüber zu sein oder ständig damit zu hadern. Ja? Ich glaube, ist es so das Problem, dass man dann mit dieser Situation nur noch hadert. Ja? Zwar sagt, ach, es ist alles schön und ich lebe ja ganz gut, aber irgendwie insgeheim hadere ich dann doch noch mit. Ja? Und ich glaube, dann ist es auch schon so ein bisschen an der Zeit zu sagen, hier, wir müssten mal ein Gespräch führen, mal gucken, was wir aus der Situation so machen, weil ich möchte es eigentlich langfristig nicht so haben. Hm, aber wenn ich dann wieder in die Fröhlichkeit gehe, dann wird es ja wieder vergessen. Okay. Kennst du das nicht? Nee. Weil, also, nee. Also jetzt bin ich halt immens lösungsorientiert auch. Ja? Also so von meinem Privaten her, dann ist es schon, dass ich dann mal auch auf den Tisch haue und sage, irgendwie so geht's nicht. Ja? Mhm. Und dann da einfach versuche, okay, was kannst du denn jetzt wirklich ändern? Oder halt nachher zu sagen, okay, ich krieg den nicht geändert. Also du kriegst ja auch die anderen Leute nicht geändert. Ja? Und zu sagen, entweder muss ich damit jetzt irgendwie klarkommen, ja, oder ich muss es dann halt einfach lassen. Ja? Also es gibt auch schon Menschen, mit denen du da nicht mehr so oft zusammen bist oder wenig oder kaum noch zusammen bist, weil du einfach sagst, so läuft das hier nicht. Ja? Also da gehe ich also jedes Mal. Das ist dann deine Lösung, dass du irgendwann auch sagst, Energieräuber weg. Ja, da habe ich auch im Buch das so beschrieben, ja, und dann muss ich irgendwann sind halt Energieräuber weg oder die Kontakte auf ein Minimum beschränkt. Genau, weil, wie gesagt, ich finde das Leben auch viel zu schade, dass ich mich ständig wieder über die gleichen Leute ärgere. Das ist mir viel zu schade. Und jetzt meine ich nicht diejenigen, mit denen ich super, super gern zusammen bin und manchmal sich aus zeitlichen Gründen einfach nicht trifft. Ja? Weil es gibt auf der anderen Seite auch wieder diese Freundschaften. Du siehst dich 2 Jahre lang nicht und dann machst du genau da weiter, wo du das letzte Mal aufgehört hast. Ja? Also ich denke da an meine Freundin Sylvie in Frankreich. Wir haben uns jetzt 2 Jahre lang nicht gesehen. Ab und zu telefonieren wir mit FaceTime oder per Video einfach. Und das ist so schön. Und ja, und dann hat man sich ewig nicht gesehen und trotzdem fängt man genau da wieder an. Und dann gibt es andere Leute, die hast du ewig nicht gesehen und dann denkst, ja, wir haben ja eigentlich gar nichts mehr gemeinsam. Mm, ja, es ist eine meiner ältesten Freundinnen, die jetzt in London lebt tatsächlich. Und wir sehen uns manchmal ganz selten und weil sie immer sehr, sehr ausgebucht ist, telefonieren wir eigentlich auch nur 2-mal im Jahr. Also es ist wirklich wenig, aber wenn wir uns sehen, so alle 5 Jahre, ist es genauso wie früher, als wir als 6-Jährige zusammengespielt haben. Das ist echt der Hammer. Also es ist sofort eine wahnsinnige Verbundenheit da. Mhm. Genau. Ja. Eben hatte ich noch einen Gedanken. Eine Sache wollte ich eben noch, habe ich jetzt vergessen. Na, dann ist es wohl nicht wichtig gewesen. Also doch, wenn du jetzt sagst, oder wenn wir jetzt den Podcast-Hörern vielleicht irgendwas in die Hand geben, dass sie sagen, okay, ich bin gerade in einer schwierigen Situation. Es muss ja auch nicht unbedingt an Corona liegen. Es gibt ja komischerweise auch noch ganz viele andere Sachen neben diesem C-Thema. Was sind so die ersten Schritte? Was würdest du als erstes raten? Also es wäre wahrscheinlich einerseits so eine gelbe Tüte vielleicht, mit sowas anzufangen oder so ein Dankbarkeitstagebuch. Genau, genau. Und auch mal zu gucken, wo gibt es denn vielleicht Hilfe? Ja, wo kann ich mir irgendwie Hilfe holen? Es gibt ganz viele, viele Themen. Ich kann im Internet heute so viele Sachen auch recherchieren. Ja, nicht jede Seite ist toll, aber es gibt viele Sachen, wo ich recherchieren kann und kann sagen, okay, vielleicht gibt es ja irgendjemand, der in einer ähnlichen Situation war. Ja, und da gibt es ja auch genügend Bücher im Moment, wo ich sage, okay, boah, die hat es geschafft und warum soll ich das nicht auch schaffen können? Ja, und so mit immer zu schauen, wie kann ich hier vorangehen oder wie kann ich hier aus diesem Loch, in dem ich vielleicht bin, im Moment rausgehen? Und es gibt viele, die einfach, ich nehme vielleicht wieder den Schlaganfall von meinem Mann mit auf. Ja, ich wusste damals überhaupt nicht, als es passierte, was ist denn überhaupt ein Schlaganfall? So, dann habe ich recherchiert und ich habe irgendeinen angeschrieben, der in Berlin lebte und einen Schlaganfall hatte und habe ihm kurz meine Situation geschildert und gesagt, hier, ich weiß gar nicht, was wäre denn so der nächste Schritt, den ich gehen könnte? Und dann hat er mir am nächsten Tag so eine DIN A4-Seite geschrieben und ich fand das so hilfreich, weil er einfach aus dieser Perspektive als Betroffener geschrieben hat. Und ich glaube, da gibt es viele, wo man sagt, hier, ich habe jetzt gerade so dies und jenes erlebt, ja, sei es irgendeine Krankheit oder sonst was und ich schaue mal, wer in der Situation was draus gemacht hat und hat da eine Idee gehabt. Oder ich hatte auch so viele Hilfe von Bekannten, von Verwandten in dieser akuten Phase,
die dann gesagt haben, hier, guck mal, da ist eine Klinik oder da ist das. Und da mal so die Fühler auszustrecken. Also einfach mal zu gucken, was könnte ich denn tun, um so einen Schritt in Richtung einer Lösung zu kommen. Ja? Oder wo könnte ich Hilfe bekommen. Ja? Und wie du gesagt hast, das mit der gelben Tüte oder auch dieses Dankbarkeits- oder Positivtagebuch, das ist so das Erste, was ich machen kann. Und dann gibt es auch, es gibt da schon fertige Positiv- oder Dankbarkeitstagebücher, wo man jeden Tag so ein bisschen was ausfüllen kann. Ja? Und entscheide dann, mache ich das abends, mache ich das morgens oder vielleicht beides sogar zur gleichen Zeit. Ja? Und aber irgendwas mal zu tun, um aus so einer, ja, so um Verharren rauszukommen, um zu sagen, oh, es ist alles blöd und ich komme hier nicht raus, sondern dann mal zu sagen, okay, was wäre denn so der erste Schritt, wo könnte ich mich informieren, um hier so den ersten Schritt rauszumachen? Ja, und sich dann so eine, ja, ich sag mal, erkennen, motivieren, machen. Ja, erkennen, ermutigen, sich selbst ermutigen, okay, ich möchte hier mehr, dann motivieren. Das kann auch dann von mir selbst oder dass jemand sagt, oh, ich habe da so eine Vorbild. Ja, der hat so eine ähnliche Situation und dann wirklich ins Tun kommen, dieses Machen, ja, auch Erfolg hat 3 Buchstaben, Tun. Ja, wenn ich nur philosophiere, nur ein Buch lese, dann hilft es noch nicht. Und deshalb habe ich ja auch in meinem Buch diese freien Felder rein, ja, damit man ins Tun kommt, wirklich ins Machen kommt, dass man sagt, okay, es muss kein Riesending am Anfang sein, ja, vielleicht habe ich ein Riesenziel, aber ich muss jetzt einfach mal in die Puschen kommen. Den ersten Schritt machen. Ja. Dafür gilt es ja schon, lösungsorientiert zu sein. Also gerade wenn ich jetzt so an Seminare denke, wo Leute Konfliktsituationen haben, dann höre ich ganz häufig, sage ich, okay, machen wir mal das, und höre ich eben ganz häufig, ja, aber bei mir ist das ja alles ganz anders. Und bei mir ist das ja, und dann höre ich ganz viele Erklärungen, warum das nicht geht. Und warum es eine andere Situation ist. Und da habe ich jetzt eben gerade dran gedacht, so nach dem Motto, ja, ich hole mir Hilfe von jemandem, der es auch erlebt hat. Und wenn ich aber nicht lösungsorientiert denke ich immer noch, naja, der hat es geschafft, weil. Ja, oder der hatte das und das, weil. Bei mir ist das ja ganz anders. Wie komme ich in dieses Lösungsorientierte rein? Wie komme ich da ins Tun? Indem man vielleicht auch mal überlegt, was habe ich denn hier so für Glaubenssätze da dahinter? Ja, warum ist es bei mir immer anders? Ja, warum ist es bei mir nicht so? Oder warum ist es bei mir immer so und so? Ja, warum kann ich das nicht? Ja, was erzähle ich mir eigentlich selber? Ja, was ist die Geschichte, die ich mir selber erzähle über mich? Ist es eine Geschichte, warum das nicht geht? Oder ist es eine Geschichte, wie komme ich hier raus? Ja, und ich glaube, das ist so. Also man muss auch immer gucken, ich führe immer so ein Vorgespräch auch, passt das jetzt? Also ich bin ein Mensch, ja, ich habe auch meine Ecken und Kanten und so ist es auch manchmal, dass man vielleicht feststellt, okay, das ist so nicht der Richtige, der mit mir jetzt zusammenarbeiten kann, ja. Also wenn ich so extremst lösungsorientiert bin, muss ich auch gucken, habe ich das Gefühl, dass derjenige auch so in die Richtung gehen kann, dass ich den auch so, dass ich neben dem gehen kann in diese gleiche Richtung, ja. Und da ist auch so die Sympathie, die man vielleicht füreinander hat, ganz, ganz wichtig. Und dann muss ich auch wirklich, wenn ich jemanden habe, der nur so ins Negative ist und man kann das gar nicht so rauskitzeln, ja, dann ist es vielleicht auch noch nicht an der Zeit, da zusammen was zu arbeiten. Und was ist, wenn jemand so einen negativen Glaubenssatz hat, erkannt hat, wie kann ich den dann loslassen? Also zum Beispiel stolpere ich immer mal wieder, ich schaffe es immer besser, aber ich stolpere immer wieder über diesen Satz, komm, das hast du dir jetzt verdient. Und das hast du dir verdient, ist was ganz Altes dann noch. Und wenn ich mich dann belohne, weil ich zum Beispiel meine 10.000 Schritte gemacht habe oder weil ich ja jetzt so lange so fleißig abgenommen habe oder habe ich mir eben Süßigkeiten verdient oder ich habe mir Pfannkuchen verdient oder ich habe mir irgendetwas verdient, von dem ich weiß, dass es mir eigentlich gar nicht gut tut. Aber dieses, ich habe es mir verdient, komm jetzt Isabel, jetzt sei nicht immer so streng zu dir, das hast du dir jetzt mal verdient. Und das ist tatsächlich herausfordernd, aus diesem, das hast du dir verdient zu machen. Du hast es dir verdient, mal 10.000 Schritte zu gehen. Nee, bei mir ist es dann der Zucker. Und das ist doof. Und der ist aber so klebrig in meinem Kopf. Der backt da fest wie so ein Kaugummi. Ja. Und ich komme immer besser damit klar. Und gleichzeitig ist der auch immer noch da. Ich habe auch in der Hypnose gelernt, wir werden solche Glaubensmuster nicht los. Wir können bloß einfach dafür sorgen, dass die neuronalen Verbindungen mal nicht so häufig, dass es keine Autobahn mehr ist, sondern mehr so ein kleiner Trampelpfad. Ja,
So, aber wie, wenn ich das erkenne, also wenn jetzt jemand, der den Podcast gerade hört, sagt, okay, ja, ich weiß, das und das denke ich, ist nicht hilfreich, was mache ich dann? Was mache ich mit dem Wissen, ich habe diesen Glaubenssatz? Also ich sag mal, dann zu sagen, oh, das ist so, das ist blöd von mir, oder sich dann niederzumachen wegen diesem Glaubenssatz, hilft dir, glaube ich, wenig. Ja? Vielmehr ist es immer die Frage, klar, man muss, also ich finde, man kann dem auch mal nachgeben. Ja? Wenn das nicht so ist, dass du dann 3 Tage lang Zucker durchfütterst, ja? Sondern vielleicht nur mal diesen Pfannkuchen isst, dann muss man sich da nicht nachher selbst kasteien und sagen, oh, das hast du schon wieder nicht geschafft. Ja? Sondern man kann das auch von der anderen Seite sehen und sagen, okay, da habe ich heute mal einen Pfannkuchen gegessen. Der hat mir Spaß gemacht, das fand ich lecker und den habe ich einfach genossen. Anstatt zu sagen, oh, jetzt habe ich das schon wieder so gemacht. Ja? Und dann auch vielleicht zu sagen, weil wie du sagst, es ist so, dass die neuronalen Netzwerke irgendwo eine andere Straße finden müssen. Und dass man sagt, okay, was wäre denn vielleicht anstatt des Pfannkuchens auch schön gewesen? Ja? Was hätte ich mir ansonsten... Ein Telefonat mit der Freundin, ja, oder einen schönen Film angucken oder, genau, oder. Genau. Ja, genau. Man könnte auch vielleicht so Zettelchen schreiben mit den Belohnungen, wo du sagst, auch die Belohnung fände ich klasse. Ja, dann kannst du da eine Belohnung ziehen und sagen, dann ist dann irgendwas anderes als der Pfannkuchen vielleicht drauf. Stimmt, ja? Man könnte so ein, praktisch einen gelben Sack machen, wo schöne Belohnungen drin sind. Die und dann auch noch schön sind. Und dann hole ich das, also das ist nicht voll mit Snickers und sowas alles, sondern... Nee, genau. Vegane Zitronenblättchen. Sondern da sind Zettelchen drin, womit ich mich belohnen kann. Sehr gute Idee. Ja. Und das sind dann so Belohnungen, die quasi einen Haken dran haben, wo du sagst, ja, das sind schöne Belohnungen. Da ärgere ich mich nachher nicht drüber. Ja, genau. Genau. Was ist denn so dein Lieblingsspruch, um es jetzt einfach mal so Spruch zu sagen, oder Lieblingsaussage von dir, die du in dem Buch wirklich am schönsten findest oder die am liebsten verwendest? Also ich muss sagen, der Schlüssel Quatsch, jetzt hast du mich hier ganz raus. Der Schlüssel zum Glück. Willst du das Buch nochmal haben? Alles gut. Der Schlüssel zum Glück steckt im Schloss der Dankbarkeit. Ja? Der Schlüssel zum Glück steckt im Schloss der Dankbarkeit. Okay. Ja, das ist auch ein Spruch von mir. Und da ist es so, wenn ich jetzt nur über ganz große Dinge dankbar sein kann, über die Mordsprämie oder über das neue Wohnzimmer, ja, dann habe ich doch wesentlich weniger Dinge, über die ich dankbar bin, als wenn ich sage, oh toll, du hast im Bäcker heute Morgen, gab es noch Croissants. Oder du hattest heute so viele nette Kunden. Oder ich habe ein Eis gegessen. Du hast dieses tolle Gespräch mit Isabel geführt. Ja, genau, du hast dieses tolle. Da freue ich mich schon Wochen drauf, Isabel. Ich hatte dieses tolle Gespräch mit Isabel und durfte ihr meine Lieblingsinsel zeigen, ja. Aber das sind auch schon große Dinge. Aber so, ich meine so die kleinen Dinge, ja. Oder ich habe heute ein 3-blättriges Kleeblatt gefunden, ja. Die gibt es viel öfters, als wenn ich 4-blättrige Kleeblätter toll finde, ja. Und wenn du mal guckst, wenn du für viel mehr Dinge dankbar sein kannst, ja, dann hast du doch... 3-blättriges zu finden ist doch gar nicht schwer, die sind doch überall. Eben, aber wenn du die überall siehst, dann hast du ja ständig nur Glück. Das ist ja geil. Das ist doch viel mehr Glück, als wenn du sagst, die Ich müsste mir also in Kiel überlegen, wenn es regnet, dann habe ich Glück. Dann bin ich immer glücklich. Ja. Das ist total cool. Das darf noch ein Mantra werden. Es ist also noch nicht in mir drin, aber ich kann ja daran wachsen. Genau, ne? Der Himmel weint Freudentränen, weil es dich gibt. Weil ich in dieser Stadt wohne. Ja. Das ist wirklich ein schönes Bild. Der Himmel weint vor Glück, weil ich da bin. Das nehme ich ja mit. Ja. Kommt immer darauf an, von welcher Seite du was betrachtest. Genau. Herrlich. Also dann zu diesem Spruch und der Dankbarkeit, dann ist es wirklich so, dass du über diese kleinen Dinge so dankbar bist. Ja? Oder ich denke immer an meinen Mann, der jetzt nach dem Schlaganfall immer noch so betroffen ist und trotzdem sich an ganz vielen kleinen Dingen freut. Und wir liegen abends im Bett und erzählen uns, was waren die schönen Sachen heute. Ja, also mein Dankbarkeitstagebuch liegt nicht mehr dran, nicht mehr nebenan. Und im Moment habe ich jetzt auch keins, was ich führe, weil ich wieder ganz andere Sachen mache und immer was umstelle und merke, oh, das war jetzt eine Zeit lang gut, funktioniert jetzt. Ich gucke jetzt auf die dankbaren Momente automatisch und dann liegen wir eben abends im Bett und erzählen uns dann die 3 schönen Dinge vom Tag oder wenn es auch mehr war oder je nachdem. Und
Ja, ich glaube, darauf kommt es an, dass man wirklich diese Schlüssel zum Glück steckt im Schloss der Dankbarkeit. Das fand ich so schön. Ja, es ist wirklich eine sehr schöne Aussage. Jetzt müsste ich ja eigentlich den Podcast so beschließen, oder? Echt? Ja, mache ich dann. Ja, eine sehr, sehr schöne Aussage. Die lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Also ein bisschen mehr Dankbarkeit und zwar für die kleinen Dinge. Ich werde jetzt gleich ich finde das so entzückend. Jetzt habe ich gesagt, dass ich mich vegan ernähre und du kaufst so eine vegan Vanille-Kipfel. Nee, Zitronenkekse. Ach so. In Herzform. Okay, das sind... Warte mal, ich soll mich freuen über Kleinigkeiten. Nein, ich liebe Zitrone. Doch, natürlich. Ist bestimmt lecker. Also sie sehen ein bisschen trocken aus, aber sie sind bestimmt der Hammer. Und ich freue mich allein, jetzt mal ganz ehrlich, ich freue mich total, dass du das für mich gekauft hast. Das finde ich so entzückend und süß und nett und einfach empathisch. Das ist jetzt so meine Kleinigkeit, wobei das Treffen mit dir etwas Großes ist. Dann kann ich etwas Großes in mein Tagebuch schreiben, wenn ich es dann heute Abend dran denke und aufschlage. Ich erzähle meinem Mann schon eine Stunde von dir. Gott, der Ärmste. Der sagt so, Schatz, ich will mal einschlafen. Nein, 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 nein. War so schön. Stefanie, vielen, vielen lieben Dank, dass du mir in deinem Urlaub ein bisschen Zeit geschenkt hast und ich dich hier interviewen durfte. Ja, sehr gerne. Mir hat das riesig Spaß gemacht und ich danke dir für die Einladung. Dumm. Gut.